Sehr geehrter Herr Erster Vizepräsident Bocklet, sehr geehrter Herr Polizeipräsident André, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Kandidatischen Korps, liebe Landsleute, meine geehrten Damen und Herren, ich heiße Sie im neuen Generalkonsulat der Volksrepublik China in München herzlich willkommen. Früher als andere war Franz Josef Strauß überzeugt, die Partnerschaft mit China ist eine Investition in die Zukunft. Heute wissen wir, Franz Josef Strauß sollte Recht behalten. Unsere Zusammenarbeit ist ein Paradebeispiel deutsch-chinesischer Beziehungen. In den vergangenen Jahren, seit dem Bestehen der Bank of China hier in Deutschland, führten wir Steuern in der Höhe von mehr als 150 Millionen Euro ab. Das alte Gebäude unseres Generalkonsulats in Humannstraße bleibt nach wie vor in unserer schönen Erinnerung als Landmark. Meine Damen und Herren, das ist der erste Teil unserer Veranstaltung. Ich freue mich, dass Sie alle es gut überstanden haben. Wenn alles in der Sache ist, dann geht es richtig ans Feiern. Und zwar musikalisch. Für diesjährigen Nationalfeiertag haben wir die Ehre, den renommierten chinesischen Pianisten Haiyou Zhang nach München einladen zu können.